Die nächste Einstellung betrifft deine Maus. Meistens haben wir Tastaturen mit Zahlenblöcken. Ist aber gar nicht mehr wirklich notwendig, weil wir haben einerseits ja die Zahlen hier oben drin oder gewisse haben sogar integriert einen Zahlenblock auf dem Tastaturenlayout drauf. Das heißt, der Zahlenblock entfällt oder kann weggenommen werden. Das hat den Vorteil, dass die Maus nicht zu weit weg ist. Übertrieben gesagt, ich demonstriere das mal auf dieser Seite. Je weiter weg dass die Tastatur ist, desto höher ist die Anspannung in deinem Arm. Probier das mal aus mit zum Beispiel einem kleinen Gewicht. Nimmst du mal ein Glas Wasser. Wenn du ein Glas Wasser hier draußen hältst, kannst du es nicht sehr lange halten. Je näher es du zum Körper nimmst, desto länger kannst du es halten. Gleich verhält sich das einfach viel, viel weniger extrem mit der Maus. Je weiter weg sie ist, desto anstrengender wird es auf die Dauer für deinen Körper. Ergonomie ist immer das Arbeiten über Zeit, falsches Arbeiten über Zeit. Und wenn du den ganzen Jahre so arbeitest hier draußen, bilden sich hier Verspannungen, Anspannungen und das führt dann zu Schmerzen. Das heißt, nimm die Maus zu dir, je näher das sie ist, desto besser. Kleiner Gratis-Tipp, stell den Mauszeiger, die Mauszeigergeschwindigkeit möglichst hoch ein, dass du wirklich kurze Wege mit der Maus gehen musst, um vom einen auf den anderen Seite des Monitors wechseln zu können. Das ermöglicht dir, dass du kurze Wege hast und dass du keine Anspannungen in den Armen, in den Schultern und im Nacken mit sich bringt.